Ja, liebe Freunde, ich habe jetzt die Maske, die mache die Maske mal ab, oder? Jetzt kann man wieder frei atmen, man fühlt sich wie ein Individuum. Und sobald ich so eine Maske aufhab, gibt es zwei Elemente, die mich mit dem Verfassungsschutzpräsidenten von Thüringen verbinden. Erstmal heißt er auch Stefan mit PH und zum anderen hat er auch Segelohren. Und ihr kennt es ja alle, wenn ihr die Masken falsch aufsetzt, habt ihr auch Segelohren. Also deshalb bin ich immer ganz froh, wenn diese Maske ab ist und dann reduziert sich also die Gemeinsamkeit auf den Vornamen. Eigentlich beginne ich meine Rede immer und sage, schön, endlich mal raus aus Berlin, endlich mal wieder das Ohr am Volk, wenn man so schön sagen darf. Man guckt in strahlende, begeisterte Gesichter, das ist in Berlin ja nicht immer der Fall, wenn man am Rednerpult steht. Aber in Arnstadt auch nicht, weil man sieht die Gesichter ja gar nicht mehr heutzutage. Also kann man sich diesen Spruch auch sparen. Sparen kann man sich auch den Spruch, dass es heute hier so richtig gut duftet und nicht nach dem üblichen Angstschweiß wie im Bundestag, wo die anderen ja merken, wir jagen sie politisch. Angstschweiß, Transpiration ist bei den anderen dann angesagt. Hier ist aber auch nicht nur kein Angstschweiß, habe ich den Eindruck, hier ist überhaupt gar kein Schweiß. Obwohl wir, ich habe es in der Zeitung gelesen, im heißesten Glutsommer seit 3 Milliarden Jahren oder so befinden wir uns gerade. Und trotzdem nicht ein Tröpfchen Schweiß. Ein paar Tröpfchen Regen sind wohl da. Und wie ich vorhin der Leipziger Volkszeitung entnommen habe, ich hoffe, die Zeitung berichtet da richtig, es soll morgen Bodenfrost geben. Kann man sich das vorstellen? Im heißesten Glutsommer aller Zeiten. Man lernt doch nie aus. So, jetzt habe ich mir einen kleinen Zettel vorbereitet. In Arnstadt auf der Kreuzung standen wir ja schon öfter mal. Mal mit mehr Leuten, mal mit weniger Leuten, mal bei schönem Wetter, mal mit weniger schönem Wetter. Und warum stehen wir hier? Warum kommt ihr eigentlich immer alle hierher? Wegen mir, ja schön, jetzt kommen wir noch viel wichtigere nach mir. Ich denke mal, wir stehen hier, weil wir es satt haben, oder? Wir haben es satt von diesem Staat, vor allem in der Corona-Krise, drangsaliert, schikaniert, von Verboten überzogen, bevormundet, um mit den Verboten belegt zu werden. Das haben wir satt. Also ich habe es zumindest satt. Und aus eurem Applaus schließe ich mal, dass ihr es auch satt habt. Und mir steht die gesamte Corona-Krise mit ihren Einschränkungen, wo sagt man, bis hier, das ist wieder falsch gedeutet, also bis irgendwie Oberkante, Unterlippe. Die Entwicklung der Corona-Hysterie, ich will das jetzt nicht, das hört man ja allenthalben, aber egal, was man als AfDler macht, man steht irgendwie medial immer auf der falschen Seite. Ne? Am Anfang, als wir gesagt haben, Leute, nehmt das nicht auf die leichte Schulter, was da aus Fernost kommt, war man ein Verschwörungstheoretiker. Ein Verschwörungstheoretiker war man auch, wenn man am Anfang vielleicht über Maskenpflicht nachgedacht hatte, weil ja da damals noch Jens Spahn, unser Bundesgesundheitsminister, wurde angesprochen, oder Herr Montgomery, der Weltärztepräsident, gesagt hatte, so Masken nützen nichts. Jetzt soll mir mal einer erklären, wie man Anfang des Jahres 2020 auf so eine Idee kommt und dann 2 Monate später sagt, Masken wären unverzichtbar. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir kannten das Virus ja nicht. Aber das Virus ist ja nicht das erste Virus, was überhaupt so auf der Welt sich gezeigt hat, sondern man hat ja wahrscheinlich 100 Jahre Erfahrung mit Gesichtsmasken. Und es dürfte eigentlich klar sein, ob die etwas nutzen oder ob die nichts nutzen. Und daran merkt man eigentlich schon, es war von Anfang an Verarsche und von Anfang an der Druck dahinter oder der Willen dahinter, diejenigen, die die Wahrheit aussprechen, in irgendeine Ecke, in die Verschwörungsecke zu drängen. Die Masken an sich. Also die Meinungen gehen ja immer noch auseinander. Ne? Wenn man auf Montgomery, den Weltärztepräsidenten, hört, nutzen sie nicht. Mir hat mal einer gesagt, der sich ein bisschen auskennt, sagte, Herr Brandner, das mit der Maske ist ungefähr genauso, als wenn Sie Ihren Garten mit Maschendraht vor Mücken schützen wollen. Und genauso kommt mir das teilweise vor, genauso sinnvoll. Das heißt, uns werden da mit ganz großer Wahrscheinlichkeit irgendwelche Sachen aufgedrückt, die nichts nützen, die uns uniform machen soll, als Maulkorb, wird es ja öfter mal bezeichnet, was wir uns da aufgesetzt haben. Das dient da, uns kuschen zu lassen, einheitlich auszusehen, uns davon abzuhalten, öffentlich richtig reden zu können. Das steckt aus meiner Sicht überwiegend dahinter. Alles andere, da orientiere ich mich an dem SPD-Mitglied Montgomery und denke mal, es nützt nichts, schon gar nicht hier mit dieser doppelten Vorhersage oder mit der doppelten Ansage, Abstand halten plus Atemschutzmaske, das ist Riesenkäse. Also ich persönlich halte davon
Nichts. Und der Staat hat auch so richtig in anderen Bereichen die Sau rausgelassen. Ja, der Staat hat mal so richtig das gemacht, was ein Staat gerne macht. Drangsaliert, schikaniert, er wird bespitzelt, denkt an die Corona-App, Vorschriften gemacht, unsinnige Vorschriften gemacht. Er hat uns eingesperrt, er hat, oh Wunder, die Grenzen geschlossen. Und zwar nicht nur die Außengrenzen, bei denen uns ja 5 Jahre lang erzählt wurde, die könne man gar nicht ohne böse Bilder schützen. Es gab sogar wieder innerdeutsche Grenzen und sogar Grenzen zwischen verschiedenen Kreisen. Wir haben es von Anfang an gesagt, es geht, man kann Grenzen schützen und der Beweis dafür wurde in der Corona-Krise erbracht. Die AfD hat auch da mal wieder recht gehabt und die AfD hat da gewirkt. Jetzt gucke ich mich mal um, was passiert da hinten? Ist da der Almabtrieb oder? Ich wusste gar nicht, dass sie hier so fette Kühe auf den Almen habt. Oh, ich habe noch nicht hingeguckt. Ich wurde mir jetzt nur zugerufen. Also ich mache mir das jetzt nicht zu eigen. Also wenn jetzt wirklich keine fetten Kühe dabei sein sollten, das liegt dann nicht an mir. Fette Kühe. Wir denken dann nicht gleich auch an die Rassismusdebatte, oder? Die uns hier übergestülpt wurde aus den Vereinigten Staaten. Rassismus, denkt man sich, da muss man dagegen sein. Klar ist man dagegen. Aber liebe Freunde, das Wort Rassismus und alles, was dahinter steckt, ist genauso wie Hass und Hetze. Das ist ja in Deutschland auch inzwischen ein Wort geworden, Hass und Hetze. Das muss man, glaube ich, immer so zusammen sagen. Oder Faschisten oder Nazis, das sind so inhaltsleere linke Kampfbegriffe geworden, die eigentlich gar nichts mehr in Deutschland aussagen, die eigentlich nur dazu dienen, den jeweils politischen Gegner, und meistens sind ja wir das, einfach argumentativ nicht stellen zu müssen, sondern einfach in eine Ecke zu drängen, wo er nicht hingehört. Deshalb lasst euch von diesen Rassismus-Debatten, Faschismus-Debatten und Hass- und Hetze-Debatten nicht beeinflussen. Bleibt dabei, die Wahrheit zu sagen und eure Meinung zu sagen, denn das ist ganz extrem wichtig in einer Demokratie. Und auch deshalb stehen wir hier. Und die Rassismus-Debatte macht mir Sorgen. Sie macht mir große Sorgen, wenn ich nach Bayern blicke. Was machen die Bayern mit ihrem Weißbier? Was wird aus der Weißwurst? Also Fragen über Fragen, wobei man sich natürlich dann hier in Thüringen nicht allzu sicher sein sollte. Schwarzbier? Was machen wir damit? Es gibt auch eine Schwarzwurst, habe ich gelesen, ja? Machen wir aus dem Schwarzbier dann the beer of color und aus der Schwarzwurst the Wurst of color und dann haben wir noch den River of color, das ist wahrscheinlich das Schwarzer Tal dann, was dann auch irgendwann demnächst mal umbenannt werden muss. Wir haben auch die Mohrenapotheke, die Mohrenplatz wird in Berlin umbenannt, die Umsteigestelle Mohrenplatz wird jetzt umbenannt in die Glinka-Straße, wobei jetzt herausgekommen ist, dass Glinka irgendwie so ein antisemitischer russischer Dichter war, das passt auch wiederum nicht richtig. Ich habe von Anfang an gesagt, Leute, macht es doch nicht so schwierig. Macht doch aus der Mohrenstraße einfach die Möhrenstraße. Wir brauchen nur 2 Strichelchen über dem O und das Ganze ist politisch neutral gelöst. Manche gingen noch weiter und haben gesagt, wieso musst du den Zwischenstand, wieso musst du Striche übers O machen? Mach doch das MA nur weg. Dann mach einfach den Ohrenplatz da draus oder die Ohrenapotheke. Auch das funktioniert, ohne sich in die Nesseln zu setzen und ohne Probleme mit den politischen Gegnern zu bekommen. Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, freie Entfaltung der Persönlichkeit, Freiheit überall, das ist mit der Grund, warum wir auf die Straße gehen. Und ich bin sehr froh, dass es inzwischen auch mit Auflagen wieder möglich ist. Denn die letzten Monate, insbesondere seit Mitte März, nachdem uns ja aufgegeben wurde, uns von zu Hause nicht mehr wegzubewegen, hat unsere Öffentlichkeitsarbeit als AfD sehr gelitten. Und ich glaube, die anderen Parteien, unsere politischen Mitbewerber haben erkannt, wie sie uns richtig schwer treffen können, nämlich indem sie uns Veranstaltungen verbieten, indem sie es uns unmöglich machen, auf die Straße zu gehen oder so schwierig wie möglich machen, auf die Straße zu gehen. Die anderen profitieren natürlich alle von dem jubelnden Staatsfunk, der jährlich 9 Milliarden Euro zur Verfügung hat, Jubelpropaganda verbreitet, sich nicht ansatzweise kritisch auseinandersetzt mit der Regierungspolitik. Ist euch schon mal aufgefallen, die einzigen, die Kritik an Merkel üben dürfen, sind die Grünen. Nur die Grünen, die kommen dann im Fernsehen, die dürfen ihre Kritik äußern. Wir kommen mit Kritik überhaupt dringend überhaupt nicht durch. Und die anderen haben gemerkt, Mensch,
diesen Kollateralvorteil, ja, diesen Kollateralvorteil, die AfD klein zu halten, gerade in dem Jahr vor der Bundestagswahl, in den Monaten möglicherweise vor den Landtagswahlen, vor den nächsten Landtagswahlen hier in Thüringen, das lohnt sich richtig. Und das ist der Grund, warum wir weiterhin mit aus meiner Sicht völlig überzogenen Auflagen bei Veranstaltungen schikaniert werden und Riesenprobleme bekommen werden, auch unsere Listungaufstellungen und sowas durchzuführen, weil wir ja A, schon gar keine oder ganz eingeschränkte Möglichkeiten überhaupt nur haben, an Säle und an Räumlichkeiten heranzukommen und jetzt B, auch noch immer noch Stadien mieten müssen, damit die Sicherheitsabstände eingehalten werden. Also die kämpfen mit anderen, die anderen kämpfen mit allen Mitteln, um uns klein zu halten, aber dass das nicht gelingt, ist ja hier die große Silhouette, diese Menschenmenge, die ich hier vor mir sehe, spricht ja dagegen, dass die anderen durch und durch erfolgreich sind. Liebe Freunde, wir stehen hier, weil wir uns diese Drangsalierungen, die Schikanierungen, die Einschränkungen nicht gefallen lassen. Wir stehen im besten Sinne, also ich arbeite auch dafür in meiner politischen, also auf meiner politischen Agenda steht, dafür zu arbeiten, für ein meinungsbuntes, meinungsvielfältiges Deutschland, vielfältiges Deutschland, wo es eben nicht zu Sanktionen führt, wenn man eine abweichende, Klammer auf, und meistens noch vernünftigere dazu, Klammer zu, Meinung äußert, als sie von der Bundesregierung offiziell bekannt gegeben wird. Ich kämpfe auch für ein Deutschland, in dem nicht nur die Freiheit, in dem nicht nur die Freiheit der Rede garantiert ist, das haben wir ja. Reden kann jeder. Und wer kennt den Spruch von Idi Amin, den ich auf Facebook mal irgendwann, Idi Amin war so in den 80er Jahren so ein übler Diktator in Zentralafrika und der soll gesagt haben, liebe Freunde, ich garantiere die Freiheit der Rede, aber ich garantiere nicht die Freiheit nach der Rede. Und ähnlich ist es in Deutschland auch. Wir werden nicht gleich eingesperrt, wenn wir abweichende Meinungen äußern. Ich kann hier meine Meinung äußern, aber wir müssen natürlich damit rechnen, wie wir zusammengeklingelt zu werden oder zusammengeschlagen zu werden, wenn wir Pech haben. Wir müssen damit rechnen, wenn es der Arbeitgeber mitbekommt, dass plötzlich Personalgespräche stattfinden, dass Ausgänge sich finden, dass Steckbriefe sich an Bäumen finden, die darauf hinweisen, wer in der Nachbarschaft wohnt. Und das ist dann nicht mehr davon weit entfernt, dass die Freiheit nach der Rede massiv eingeschränkt wird. Ich stehe hier und ich denke, bei ihr steht auch hier für ein Deutschland ohne GEZ, ohne Zwangsfunk, ohne die 9 Milliarden im Jahr, die rausgeblasen werden im Krampf gegen rechts, gegen alles Vernünftige, gegen alles Patriotische, gegen alles Bürgerliche. So ein Deutschland wünsche ich mir. Und da wurde ja, also ein ohne GEZ, ne? Und da wurde in der vergangenen Woche ja auch von der Thüringer Landtagsfraktion federführend mitbearbeitet, das Konzept Grundfunk vorgestellt. Und genauso stelle ich mir das vor, dass man einen Grundfunk hat in der Sinne von einer Basisausstattung, einen bundesweiten Sender, der politisch-kulturell informiert, dann vielleicht noch zwei, drei regionale Sender, die sich darum kümmern, aus Regionen zu berichten, aus denen es sich nicht lohnt, wirtschaftliche Programme zu machen als Privatsender und das Ganze natürlich dann aber nicht auf Basis einer Zwangsabgabe, weil sowas kommt für uns überhaupt nicht in Frage, sondern auf Basis meinetwegen eines Steuerzuschusses oder auf Basis einer Decoderlösung. Und wenn die Öffentlich-Rechtlichen, wenn der Staatsfunk es ernst nehmen würde und tatsächlich überzeugt davon wäre, wie unverzichtbar er ist, wie toll sein Programm ist von morgens bis abends, wieso scheut er dann die Decoderlösung? Wenn er so toll ist, dann würden wir das doch wohl auch kaufen, oder? Aber daran sieht man natürlich die Verlogenheit der Spitzen vor allem des Staatsfunkes, die sich selbst in den Himmel loben und selbst wahrscheinlich überhaupt nicht ansatzweise davon überzeugt sind, was sie an Qualität bieten. Liebe Freunde, wir stehen hier, weil wir als einzige Partei es so deutlich sagen, dass wir freiheitsliebend sind. Wir wollen nicht drangsaliert werden, wir wollen nicht von Verboten gesteuert werden, Stichwort Motorradfahrverbote am Sonntag. Wir leben das Grundgesetz. Wir sind die Grundgesetzpartei in Deutschland, die von Anfang an gesagt haben, das Grundgesetz, wenn das hier der Altar wäre, dann wäre das Grundgesetz die Bibel. Das Grundgesetz ist die Bibel für unser Arbeiten in Berlin, für unser Arbeiten auch in Thüringen und nichts anderes. Und lasst euch da auch nichts anderes einreden. Wir heben die 17 Artikel, die ersten 17 Artikel, die Grundrechte in Deutschland, das ist was Wunderschönes. Wenn ihr mal Zeit habt, lest euch die Grundrechte mal durch.
Grundgesetz hat ja bisher keine große Rolle gespielt, wenn man so. Aber man hat jetzt in der Corona-Krise mitbekommen, wie wichtig Grundrechte sind und vor allem, wie wichtig die Grundrechte gerade in Krisenzeiten sind. Denn wir haben kein Schönwettergrundgesetz. Die Grundrechte gelten für uns immer und überall. Und die Grundrechte sind für uns nicht verhandelbar. Und auch nicht durch Konferenzen, die Frau Merkel... Und Frau Merkel kennt sich ja nun wirklich mit Verfassungsbrüchen seit vielen, vielen Jahren aus, die Frau Merkel in der Corona-Zeit auch in Berlin wieder hingelegt hat. Ich denke an dieses faktische Seuchenpolitbüro, was Frau Merkel da eingerichtet hat. Das war so eine informelle Runde aus Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten, die irgendwas beschlossen haben, was dann in den Ländern umgesetzt wurde. Also da wurde eine Instanz eingezogen in den deutschen Staatsaufbau, die es nicht gab und nicht geben darf. So,